Ein schleimtastisches Hallo, liebe Freunde. Vergangenen Mittwoch gab es ja einen großen Minecraft 1.20 Snapshot und ebenso eine Beta, die ja jede Menge neues und vor allem auch unerwartetes Zeug in Minecraft eingefügt hat. Teil davon war auch diese neue Struktur hier mit dem Namen Trails Runes, die in einigen Biomen und im Wasser generiert werden kann. Neben einem absoluten Blockchaos, muss ich sagen, kannst du hier auf jeden Fall jede Menge Items aus Kies und aus Sand freischaufeln oder freipinseln. Unter anderem auch vier brandneue Armor Trims, die echt nice aussehen. Doch seit Release dieser neuen Struktur diskutiert die Community von Minecraft wieder einmal ordentlich fleißig, ob sie einen positiven oder doch eher negativen Effekt auf das Spiel habe oder ob sie überhaupt ins Spiel passen würde. Alles Wichtige zu dieser Struktur, wie auch welchen Loot findet man dort, wo wird sie überhaupt generiert und ob diese Struktur eine Bereicherung für das Spiel ist, mit allen weiteren Infos, die ihr so wissen wird, gibt es im heutigen Video. Drückt gerne noch die Like-Taste, danach macht den Schleimi sehr glücklich. Klären wir zunächst einmal die ein oder anderen eher allgemeineren Fragen zu dieser neuen Struktur. Zunächst einmal, wo wird sie eigentlich generiert? Also laut den Gamefiles der Minecraft Java Edition werden bisher 6 Biome aufgelistet. Also von der normalen Taiga bis hin zum Dschungel ist irgendwie gefühlt alles dabei. Hier sollen sie halt ausschließlich auch im Boden halt oder vergraben generiert werden. Du wirst also jedes Mal nur so ein paar Blöcke, die nicht dorthin gehören, aus dem Boden herausschauen sehen und dann weißt du, okay, da befindet sich auf jeden Fall eine solche Ruine. Wenn man diese Struktur aber per Befehl generiert oder komplett freilegt von Blöcken, wird einem erst die Größe bewusst und man erkennt ebenso, dass dies auf jeden Fall Reste einer längst ausgestorbenen Zivilisation sind. Einige fleißige Minecraft-Spieler im Internet haben diese Struktur auch sozusagen schon repariert und wieder aufgebaut, um zu sehen, wie diese Zivilisation denn so gelebt haben könnte. Und ja, dabei haben die Spieler auf jeden Fall einen verdammt guten Job gemacht und das sieht schon echt gut aus. Im Prinzip kann man auf jeden Fall sagen, dass dies die Reste eines unterirdischen Dorfes oder sowas halt in die Richtung sind. Nutzt man nämlich noch den Place-Template-Befehl auf der Minecraft Java Edition, stellt man auch sehr schnell fest, wie viele unterschiedliche Bestandteile dieser Struktur eigentlich existieren. Also es gibt da verschiedene Räume für Bewohner, Ställe für irgendwelche Tiere, verschiedene Versionen eines Turms und auch irgendwie so eine Art Straße oder Weg. Und wie eben schon erwähnt, gibt es auch hier jede Menge Suspicious Sand und auch Gravel, welche man damit mit dem Pinsel freischaufeln kann. Laut Minecraft Wiki teilt sich der Loot Table, also die Wahrscheinlichkeit, folgende Items auszugraben, folgendermaßen auf. Die Wahrscheinlichkeit, diese Gegenstände hier auszugraben, liegt bei knapp 1,8% und ist damit die seltenste. Diese Items dagegen liegen bei 3,6% und man merkt, hier ist nahezu wirklich irgendwie von allem was dabei. Auch die Blockpalette, muss man allgemein sagen, ja, aus die sich die Struktur sozusagen zusammensetzt, ist wirklich kunterbunt, was übrigens der aktuelle Hauptkritikpunkt, sage ich einfach mal, der Community ist. Grob gesagt, und das ist jetzt wirklich sehr grob wiedergegeben, aber eigentlich auch haargenau wiedergegeben, muss man sagen, sehr viele Spieler finden diese Struktur einfach hässlich. Wenn man das wirklich als sachliche Kritik überhaupt nennen kann. Aber schauen wir uns einfach mal einige Äußerungen auf der offiziellen Minecraft-Feedback-Seite so an. Hier hat Minecraft nämlich einen sozusagen Post erstellt, wo wir alle frei sagen können, wie wir diese Struktur finden und was wir auf jeden Fall ändern würden. Dieser User hier schrieb zum Beispiel, mehr exklusiver Loot und dieses Feature ist perfekt. Ein weiterer User mit ähnlicher Meinung schreibt, diese Struktur könnte besser und mehr wie eine archäologische Fundstätte aussehen. Außerdem könnte hier noch ein exklusiver Loot sein. Also, viele Leute würden hier noch den ein oder anderen nicen Loot reinpacken, den es nirgendwo anders gibt. Diesen Vorschlag hier allgemein für Archaeology finde ich persönlich auch sehr cool und zwar, dass man für, ich sag mal, das erfolgreiche Ausgraben von Artefakten oder Items aus Sand oder Kies ja vielleicht auch Erfahrungspunkte bekommen könnte. Also es wäre dann nochmal eine Quelle, wo wir ein bisschen XP farmen können, was ich auch nice finde. Aber neben all dieser sachlichen Kritik waren wirklich, und das ist nicht übertrieben, ihr könnt da gerne mal reinschauen, die restlichen 80% allerdings hauptsächlich solche Kommentare hier, sehr hässlich, ehrlich gesagt. Oder wie, diese Struktur sieht aus, als wäre sie von einem 5-Jährigen gebaut worden und ist nicht Minecraft-Tee. Und an der Stelle würde ich einfach mal gerne von euch wissen, was ihr da so denkt. Also ist diese Struktur, wenn man mal wirklich ganz real-mäßig unterwegs ist, wirklich so hässlich? Und muss eine Struktur in Minecraft überhaupt schön aussehen, in Anführungsstrichen? Ebenso, was würdet ihr persönlich noch ändern, hinzufügen, entfernen? Also jetzt nur auf diese Struktur sozusagen basieren, das würde mich mal sehr interessieren. Eigentlich muss man ja auch sagen, dass es normal ist, da Geschmäcker verschieden sind, dass Meinungen zu neuen Features ja vor allem immer weit auseinander gehen. Aber ich finde trotzdem, auch wenn ich im ersten Moment wirklich dachte, dass die Struktur wirklich weird ist, dass sie aber allgemein auf jeden Fall eine Bereicherung für das Spiel ist oder noch sein wird. Ebenso muss man halt bedenken, dass wir noch nicht beim Release des Updates sind. Der ist erst im Sommer, also irgendwann in 2-3 Monaten. Und somit wird sich einiges auf jeden Fall noch ändern und oder hinzugefügt. Also genauso halt auch bei dieser Struktur. Und genau deswegen sammeln sie ja auch aktiv Feedback. Ich stimme dem aber zu, dass sie noch nicht unbedingt die schönste Struktur ist. Aber welche Struktur, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie auch immer vergraben ist, der Natur ausgesetzt ist, ist schon schön, wenn man sie ausgräbt. Also mal so ganz realistisch betrachtet. Ich bin mir sicher, dass es hier noch viel, viel mehr Potenzial gibt und genau
genauso sicher, dass die Entwickler ihr Bestes geben werden, unseren Wünschen und Feedback auch so gut es geht gerecht zu werden. Dementsprechend halten wir einfach mal fest, dass sich diese Struktur auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch etwas verändern wird und somit quasi auch verbessern wird, wenn man das so sagen kann. Schreibt aber wie gesagt mal sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare, ganz offen und ehrlich, aber sachlich im besten Falle. Was sagt ihr bisher zu dieser Struktur und was würdet ihr wie gesagt ändern? Ansonsten wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.